dann wird es vielleicht ein bisschen kürzer, das Haus. Wie kurz oder wie lang willst du das Haus machen? Bis kurz vor den Fels da. Okay. Ansonsten können wir den Felsen auch noch ein bisschen weghämmern, also. Ja, stimmt So, schon. aber das stimmt schon. Mit Holz hier haben wir nicht so viel Platz irgendwie. Das Wir müssen. Spruce-Zeug wächst halt ultra langsam. Ja. Hilft's vielleicht, wenn wir da so ein paar Fackeln nebenhauen? Ja. Ich probiere das einfach mal. Wäre schon ganz gut, ne? So. Und hier steht schon. Andererseits, wenn wir die Nacht skippen, dann Ja, hilft das dann ja. geht's. Aber ja, gut. Aber du bist ja auch öfter Ich mal auf werde trotzdem jetzt mal Erkundungstour. da. Ja, was heißt Erkundungstour? Ich habe jetzt. Jetzt reicht's mir auch erstmal mit Erkundung hier. Nee, passt ja. Ich hatte jetzt ja erstmal ein bisschen die Umgebung halt abgekundschaftet, ne, was es hier so gibt. Um zu gucken, was so um einen herum noch ist. Wobei ich muss sagen, das hat jetzt eine sehr klare Südausrichtung. Wo es geiles Zeug gibt. Übrigens gibt es für diese Mod hier auch, hier gibt es die Gravity Gun auch wieder drin. Nicht Geil. Gravity, doch Gravity Gun zum einen, genau, und das andere war die Portal Gun. Das ist nämlich auch Ja, das richtig, ist das ist, cool. die ist so Bombe. So, Dark Oak Sapling. Ach, das war eine dunkle Eiche. Cool. Stark. Ey, wir müssen echt mal gucken, wie wir das mit der Baumfarm machen. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir das irgendwie unterirdisch bauen. Ja, das kann man machen. Wobei das natürlich echt So, Kacke ist, so würde was. ich das. Die Länge hatte ich mir Ja, halt das passt vorgestellt. doch. Und dann halt hier wieder so hoch. Ich würde jetzt den Rahmen bauen. Und wir müssen gucken, dass wir hier auch wieder den Garten ein bisschen so mit Wasserspielchen und so bauen. Das ist eigentlich auch mal schön. Ich gucke gerade, den ganzen Limestone, den ich abgebaut habe, den hast du schon genommen, ne? Jo, der ist schon im Boden drin. Echt? 64? Ja. Alter. Hauptsache schon komplett verbaut. Sieht irgendwie so aus, als wäre hier nichts passiert. So. Krass. Ich meine, den Boden, den haben wir ja gerade sowieso frei. So. Zwei Spruce Saplings. Ne, drei sogar. Wächst das ansonsten auch da drüben in dem Gebiet? In diesem komischen? Müsste. Ich glaube nicht, dass die irgendwie, dass Bäume nur in bestimmten Biomen wachsen. Das wär nämlich richtig krass. Ja, wäre natürlich realistisch, aber saunervig. Nee, das können die eigentlich nicht machen. Dann könnte man ja, wenn man irgendwo im Winterbiom lebt, könnte man sich ja nichts irgendwie von außerhalb. Man könnte halt schon von außerhalb, aber man müsste es halt irgendwie, es würde halt nur mit bestimmten Sachen gehen, bestimmte Pflanzen, die halt sehr widerstandsfähig sind. Ja. Boah, Skelette an Stufen, Feldstufen sind echt ätzend. Du brauchst eh mal ein bisschen länger, um hochzukommen und dann irgendwie wirst du die ganze Zeit rückwärts wieder runtergeballert. Ja. Unglaublich nervig. So, das ist auch wieder ein Rubber Tree, genau. So, ich gucke jetzt gerade mal hier schon mal mit den technischen Sachen. Was kostet denn ein Crusher hier? Crusher, wie heißt denn das nochmal? Crucible? Nee. Wie hieß denn das nochmal? Macerator. Macerator, ja genau. Alter. Okay. Nicht Flint. eben irgendwas von einem Macerator gesagt, Iron den Plate. irgendwer irgendwo hat? Nee. Ey, das könnten wir eigentlich schon bauen, so ein Macerator. Wow. Ein Creeper. Und noch einmal. Eigentlich könnten wir den schon bauen, aber es ist jetzt, es ist trotzdem schon ein bisschen Arbeit. Aber dann können wir zumindest das Metall ein bisschen effektiver schon verarbeiten. Das wäre schon sinnvoll, wenn wir den so früh wie möglich haben. Was ist das? Was? Hier ist irgendwie so eine Art schwarzes Loch. Cool. Aua. Dich rein. Aua. Es lässt mich nicht mehr gehen. Ich bin tot. Alter.
Was ist das? Ich bin aber auch so, es sieht gut aus, sieht interessant aus, ich weiß nicht, was es ist, ich muss es. Hä? Wie krank? Hattest du noch Zeug? Ja, mega viel. Also, was ist mega viel, aber schon ein bisschen was. Ich hole mir das gerade Dich mal wieder. das nach oben gezogen, oder was? Ja. Okay, deshalb bist du durch Fallschaden Aber gestorben. der zieht hier gerade alles weg. Guck dir das mal an. Scheiße. Warte. Was können wir denn dagegen machen? Der macht ja alles kaputt. Ohne Scheiß. Du darfst nicht reinlaufen. Siehst du das da? Es wird immer größer. Geradeaus. Der hat auch die ganzen Blöcke und Steine ja schon weggezogen. Was? Und es werden immer mehr. Ah, okay. Da sehe ich's. Alter, nicht, dass es immer größer wird oder so. Genau, das ist mir gerade auch passiert. Ja. Ah, fuck. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Weiß nicht. Kannst du das Ding im Creative weghauen? Achtung, Creeper! Ups. Ich hatte jetzt nicht so viel geilen Scheiß dabei, von daher ist nicht schlimm, aber. Alter. Nicht, dass es so ein Ding ist, was halt immer krasser wird, ne? Wäre aber völlig behindert. Würde ja absolut den Spielspaß kaputt machen. Wahrscheinlich eine Möglichkeit, das kaputt zu machen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie am dritten Tag oder was, ja gut, am vierten oder so Tag spawnen würde, wenn das einfach quasi die komplette Umgebung vernichtet. Alter, krass. Macht mir schon Das ein bisschen fände Sorgen. ich. Wir sind nämlich gar nicht so weit weg von unserer. Ja, stimmt. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie ich da an meinen Grabstein rankommen soll, ohne dass ich verrecke. Vielleicht buddeln. Quasi von unten. Ansneaken. Irgendwie gucken, dass über einem vielleicht. Boah, das wird jetzt sehr komisch hier. Ich hab ein Hüngerchen. Nein, mein ganzes Zeug wurde reingesaugt und ja, jetzt bin ich schon wieder über dem. Oh fuck, ich komme gar noch raus. Nein, ich bin wieder tot. Freu dich. Wuhu. Ich bin Schon bitter. richtig hochgeflogen, Alter. Ja, mein Zeug ist auch weg, egal. Oh Mann, was ist das für ein Scheiß? Hast du hier irgendwo einen Eimer rumfliegen? Ja, hatte ich im Inventar. Ah, Kacke. Der ist jetzt weg. Irgendwo über uns ist ein Zombie. Ist auch wieder so. Ich crafte gerade einen. Hier. Ah ja, gut. Vielen Dank. So, ich mache nochmal eine Runde Farming. Und danach gucke ich nochmal, wie es unserem schwarzen Loch geht. Vielleicht fütter ich es nochmal ein bisschen. So. Farming, ja, okay, gut. Das hätte ich sonst gerade gemacht. Ja. Ey. Oh, nice. Nice. Was denn? Bester Hut. Hast du den Creeper-Hut gefunden? Nee. Aber einen sehr schönen Hut. Alter, was ist das? Ein Baum. Ein Baum. Super. Siehst du doch. Kennst du keinen Baum?
Beim Baum denke ich halt an Baum und nicht an so einen kleinen Strauch da auf deinem Hut, aber ja, läuft. Naja, der der wurde halt ein bisschen runterskaliert. Alter, ich komm immer noch nicht auf die schwarze Loch klar. Ich muss da gleich mal gucken im Wiki, ob es da irgendwas zu gibt. So, nachher können wir direkt die Season 2 aufnehmen, so weil er hier uns die Welt komplett zerschießt. Ach, das wäre doch schön, ne? Ja, das wäre super. So. So. Potato Seeds? Wieso habe ich nur so wenig Potato Seeds? Die wachsen insgesamt relativ langsam, habe ich das Gefühl. Ich habe eben aber auch schon ein bisschen was Ach abgebaut, so. also. Na dann, pflanze ich nochmal die Potatoes hier an, die ich gerade schon ausgezogen habe. Moment, kommen nochmal Karotten hin. Es ist so geil, immer wenn man so dieses Chaos-Prinzip hier pflanzt, einfach was man gerade in der Hand hat. Ja, so muss das. So. Schau, die vergiftete Kartoffel kann man gar nicht einpflanzen. Vielleicht kann ich das schwarze Loch mit der vergifteten Kartoffel füttern, dann stirbt es. Versuch wäre es wert. Ich glaube, ich mache das jetzt mal. So, ich will diese beiden Deathmarker weghaben. Wie geht das? J und dann, warte, diese Flagge oben, wo Waypoints dran steht. Da Ja. kannst du die dann löschen. Ah. Mega Au. gut, die Karte. Los ab, du Creeper Die ist Arschloch. echt geil, die Karte. So, mal gucken. Vielleicht braucht das schwarze Loch jetzt noch ein bisschen Happa Happa. Hallo, schwarzes Loch. Na? Der baut immer noch fleißig ab hier. Komm, hier. Fress eine Kartoffel. Weg ist sie. Und hat's überlebt. Es lebt noch. Nice. Das ist doch echt bescheuert, alle. Ehrlich. Den Baum baut er mir gerade auch schon ab hier. Vielleicht geht das irgendwann kaputt und lässt alles fallen, was es eingesaugt hat. Das wäre natürlich ziemlich geil. Das wäre ziemlich nice. Auf jeden Fall. Hui. Habe das Gefühl, der Saugradius vergrößert sich immer weiter. Ich gucke jetzt gerade mal im Wiki, ganz ehrlich. Ja, mach das mal. So. So, kann nicht wundern, wenn die Aufnahme hier gerade im Pausenmenü ist. Ich lese euch gleich was vor. Schwarzes Loch, Feed the Beast. So, mal gucken, ob der was findet. Schwarzes Loch des Todes. Schwarzes Loch Mega-Fail. Ja, super. Minecraft, schwarzes Loch Hilfe. Okay, das sieht gut aus. Okay. Hier ist ein schwarzes Loch und es frisst alles auf. Okay, keine Ahnung. Dann KP, deine Welt ist jetzt wohl erledigt. Was? Bullshit, auf keinen Fall. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Irgendwas muss man dagegen tun können. So. Was wäre das denn für eine beschissene Aber es Mod? gibt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ehrlich. Ich kann es ja nicht mal anfokussen und sehe dann irgendeine Info oder so. Weißt du was? Ich schmeiß mich da nochmal Kannst du hier. nicht in Dingensmodus gehen? Creative? Ja, dann gucken. Da Mm. wirst du ja wohl nicht verrecken. Ja, das kann ich mal kurz machen.
Zumindest nur, um mal zu gucken, was es ist. Aura Note. Von Thorncraft ist das irgendwas. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich guck gerade noch mal im Wiki Aura Note so. Okay. Die ist auf jeden Fall ziemlich doof, die Note. Okay. Cool. Snowy Mountain Biomes, Terra Ignis, es gibt verschiedene auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, das ist die Hungry Note. Ja, merkt It's man. hard to escape. Sobald du in der Nähe bist, ist es schwer zu entkommen, ne? Und muss man auf jeden Fall vorher das wichtige Zeug ausziehen, weil ansonsten ist man im Arsch. Und wie kriegt man die Scheiße weg? Ah. Warte mal. Wenn man lang genug drin überlebt, wird man einfach wieder rausgeschmissen. Aber Okay. da steht jetzt nichts darüber, dass sie irgendwie immer größer wird. Das stand jetzt nicht da drin. Also vermutlich wird die einfach hier eine komplette Kugel wegsaugen und ja. Wunderschön. Ist herrlich, ne? So. Dann gehe Kannst ich ja mal. auch mal nach Hungry Note googeln und gucken, ob man die zerstören kann So. oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall von Halt, Thormkraft. halt, 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 halt. Huch, irgendein Zeug eingesammelt. Gut, sehr schön. Wieder ein bisschen schlauer geworden. Oh fuck, ich muss nochmal gerade raustappen. So, und jetzt. Weiter Nein, du bist geht's. nicht schlauer geworden. Du Oh. hast dir Wissen angeeignet. Junge, aus dem Maul. Nein, das ist ein Alter, du hast den River wichtiger. Cane ziemlich geil eingebunden. Das sieht cool aus. Ja. Der sieht auch auf jeden Fall geiler aus als. Huch! Der Baum spawnt einfach direkt in meiner Fresse so. Doch gut. Ja, auf jeden Fall. Den baue ich jetzt auch mal schnell ab. Kannst du dem direkt in selbige reinschlagen? Ich muss mir gleich erstmal wieder. Nein, ich bin runtergefallen. Muss mir gleich erstmal wieder Werkzeuge craften. Hungry Note. Ist das echt geil. Weißt du, wenn wir jetzt einen Nachbarn hätten, den wir nicht mögen, ne, dann könnten wir dem jetzt diese Note quasi in den Garten stellen. Ja. Der wird sich wundern. Alles wegfressen. Das wäre schon ganz So, schön jetzt lustig. muss ich mal hier so ein paar geile Unterteilungen machen. So, ich werde jetzt auch mal hier ein bisschen helfen. Na? Aber dieser eine Spruce Wood Tree, der hat gerade keine Saplings fallen gelassen. Ist das zu glauben? Saplings habe ich genug. 28 Stück hier am Start. Direkt mal hinten die Noten ein bisschen füttern. Ach ja. Hui. Bis jetzt hat es noch gar nicht geregnet, ne? Glaube auch. Das ist krass. Obwohl wir im Extreme Hills Biom sind, da ist es doch sonst eigentlich nicht mehr so krass. Echt, regnet es da mehr? Eigentlich schon. Haben wir noch Holz? Ein bisschen Dark Oakwood Holz haben wir. Boah, muss gerade mal gehen. Alter. Ich werde schon müde. Wach. Schlimm. Ja, diese arbeitende Bevölkerung. Zu kotzen mit ihrer Müdigkeit. Auf jeden Fall. So. 1 und 2. Was meine ich? Das war gerade irgendwie dumm. So. Ein Schwert. Eine Axt.
weil ich hab ein Beil. So. Gut. Hab ich wieder so ein bisschen Kram dabei. Ich geh mal Holz hacken. Jo, mach das. Was macht unsere Hungry Note dahin, unser kleines Black Hole? Das war gerade auch geil. Ohne Creative hätte ich nicht rausgefunden, was das ist, weil du kommst gar nicht an die Info, ne? Solange du da irgendwie so reingezogen wirst, du bist halt zu schnell tot einfach. Fuck, Alter, ich habe gerade die ganze Eisenrüstung verloren, fällt mir gerade ein. Oh, das ist hart. Oh, nein. Oh, scheiße. Hier sind überall diese Oak Trees, aber irgendwie sonst nichts. Huch, wo sind das da hinten? Sieht auch interessant aus. Ich habe irgendwie noch so irgendwas Interessantes da hinten gefunden. Ich gucke mir das mal an. Sieht nach einem Steinkreis aus mit Obsidian oder so. Das ist bestimmt absolut harmlos. Ja, auf jeden Fall stehen da keine Illuminaten. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Welt versucht mich auf so viele kreative Art und Weisen irgendwie gerade umzulegen. Wahnsinn. Sie schafft es auch immer wieder. Meinst du, so, ja. Da sind sogar Lianen, Ranken dran. So kann ich da einfach hochklettern und das hier aufmachen. Eisen, ein Stahlschwert, Enderperlen, Zinn, Zinn, Knowledge Fragment, Thormian Ingot, eine Schallplatte, Redstone und ein Division Siegel. Keine Ahnung, was das sein soll, aber. Na, das klingt doch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. So, baue ich hier mal ab, ob hier vielleicht noch was drunter ist. Oh, ein Monster-Spawner für Thorncraft Wisps. Sehr schön. Den lasse ich mal stehen. Ja, klar. Oh, von hier oben hat man auch einen schönen Blick auf das Black Hole. Herrlich. Wir sollten Eintritt nehmen. Wir können da so einen wichtigen Tourismus hier mit dem Villager-Dorf aufbauen. Nein! Boah, das war knapp. Wie nennen wir dann den Park? Sucky Sucky Land. Oh Mann, wo war denn das nochmal? Sucky Sucky, wie hieß denn das Game nochmal? Weiß ich nicht. Das haben wir bei Sascha gespielt. Ach, ja. Das war ziemlich gut. Ich glaube, das. Das war doch dieses. Diese komischen Viecher, die aus so einem Labor. Genau, und der eine konnte ziemlich gut blasen. Ja. Nein, saugen. Das stimmt. Deshalb hieß er ja Sucky Sucky. Warte mal, was gab's denn sonst noch? Einer konnte richtig so, ne, hier. Einen auf deine Mutti machen und der andere. Weiß ich nicht. Du bist vom Zombie verfolgt übrigens. Doch egal. Ich muss was essen. Hilfe. Oh Gott. Runter von meinem Dach. Pff, Alter. Irgendwie wächst das ganze Holz nicht schnell genug nach. Ja. Oder ich baue einfach zu schnell. Das wird sein. So. Geh mal Bier holen. Aber das ist alles hier ein Fall für die Kramkiste. Genauso wie die Pfeile. Ich überlege gerade, ob ich gleich nochmal erkunden gehe. Wobei, nee, eigentlich kann ich das jetzt mal hier mit meiner Rüstung lassen. Ich glaube, dass ich in der nächsten Folge jetzt nochmal eine Runde Mining mache. Aber dann fangen wir schon mal an. Mining? Mining, genau.
Dafür brauche ich Spitzhacken. Aber ganz viele. Alter, wir haben gerade so einen Rohstoffmangel. Das ist echt nicht schön. Es fehlt an allem. So, Sticks. Fackeln brauche ich auch. Die habe ich auch alle verloren. Scheiß schwarzes Loch, ey. Richtiger Dreck. Sucky, Ehrlich. So. Weg mit dir. Kohle müssten wir eigentlich noch haben, ne? Holzkohle auf jeden Fall. Aber so viel auch nicht mehr. Ja. Aber für ein Stack Fackeln reicht's wohl noch. Also es ist. Wollen wir eigentlich mal die Nacht skippen? Der Mond steht noch ziemlich Ja, hoch. können wir machen. Go, go, go. Verzähle mich gerade die ganze Zeit. So. Ja, dann lass mal pennen. Ach nee, einer reicht schon, oder was? Ach, scheinbar, wenn 50% liegen. Ich hab mich gar nicht hingelegt. Ja, das ist natürlich geil. Stark. So,